Schwerer Verkehrsunfall heute Nachmittag im Begegnungsverkehr auf der Landstraße 512 am Biggesee. Ein Pkw kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Wir hatten heute einen schweren Verkehrsunfall hier auf der 1112, Fahrtrichtung Olpe. Der Unfall hatte sich folgendermaßen zugetragen. Ein Pkw fuhr in der Schlange mit ca. 70 km/h, die 1112 aus Richtung Attendorn kommt in Richtung Olpe. Bisher aus ungeklärter Ursache driftete das Auto auf einer Strecke von fast 100 Metern nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Lkw zusammen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des verunfallten oder des verursachten Fahrzeugs schwer verletzt und wird jetzt dem Krankenhaus Olpe zugeführt. Der Fahrer des LKWs erlitt einen Schock, Sachschaden ca. um die 15.000 Euro. Zurzeit sind Verkehrsmaßnahmen mit Ableitung in Olpe und am Schnüttgenhof vorgesehen. Die Feuerwehr Olpe wurde um 15.17 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Pkw stieß auf der L512 mit einem Lkw zusammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten wir fest, dass eine Person in dem Fahrzeug, in dem Pkw, eingeklemmt war. Wir leiteten daraufhin die technische Rettung ein, nach Rücksprache mit dem leitenden Notarzt, die patientenorientierte Rettung. Darüber hinaus waren Betriebsstoffe aus dem Lkw ausgelaufen, die wir mit Bindemittel aufgefangen haben. Zudem musste der Lkw-Fahrer betreut werden. Nach der patientenorientierten Rettung wurde der Verunfallte an den Rettungsdienst übergeben und in das Olper Krankenhaus gebracht.